Rache für den Wegezoll im Ausland oder doch ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit, gar zu mehr Umweltschutz? Autofahrer zur Kasse, was bringt die Pkw-Maut, liebe Zuschauer? Heute Abend das Thema der Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste, Professor Ferdinand Dudenhöfer, Verkehrsexperte an der Universität Duisburg-Essen und Direktor des Car-Senders Automotive Research, zu Deutsch, also Forschung rund ums Automobil. Christian Carstensen ist bei uns vom ACE, Autoclub Europa, immer so ein bisschen im Schatten des ADAC, aber auch Sie vertreten natürlich die Interessen der Autofahrer. Ewald König ist bei uns, früherer Korrespondent der Wiener Zeitung Die Presse hier in Deutschland. Sie sind Publizist, leben auch nach wie vor in Deutschland, Herausgeber und Chefredakteur des Portals euraktiv.de, befassen sich mit europäischer Politik. Genau darum geht es heute Abend ja unter anderem auch. Und als Österreicher sind Sie Angehöriger einer Nation, die mutmaßlich Verursacher der aktuellen Diskussion in Deutschland um die Pkw-Maut ist und damit auch mittelbar zuständig oder verantwortlich, dass wir diese Sendung machen. Und schließlich Michael Bauchmüller von der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin und zuständig für Energie- und Umweltpolitik. Herr Dudenhöfer, diese aktuelle Diskussion, die wir gerade erleben, wird da eigentlich das Pferd am Schwanz aufgezäumt? Also ich glaube, man sieht, wenn man durch Deutschland fährt, wie die Straßen aussehen. Man sieht nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern überall die Brücken, wo dann mit 60 oder mit 80 drüber gefahren werden kann, weil sie sonst Probleme bringen, Gefahren bringen. Also ist die Finanzierung der Straßeninfrastruktur sehr, sehr schlecht. Zusätzliches Geld gibt es nicht, obwohl die Autofahrer mehr bezahlen. Also sucht man neue Einnahmequellen und die Österreicher haben ein schönes Vorbild für Ist es doch eine Diskussion, die sinnvoll ist, obwohl ja über die Mineral- und Öl- und Kfz-Steuer, glaube ich, so 70 Milliarden Euro in die Staatskasse fließen. Ich denke, man kommt um zusätzliche Finanzierung nicht herum, weil Gelder, die die Autofahrer einspielen, anders verbraucht werden und nicht zurückgezogen werden. Das ist die Frage, wie sage ich es meinem Kind, wenn ich mehr Geld brauche? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder sagen wir meiner Bevölkerung, Einnahmen zu generieren, jetzt auch mit einer Pkw-Maut. Europarecht, was man so aus Brüssel gehört hat, steht ja nicht unbedingt dieser Pkw-Maut nach Geschmack der CSU entgegen. Na, da hat es ja ein paar Irritationen gegeben vor einigen Tagen. Das hat der Kommissionspräsident Barroso ja schon längst wieder eingefangen. Klar ist, es gibt noch kein feststehendes Modell aus Deutschland. Solange kann das auch gar nicht geprüft werden. Aber alle Experten und alle, die sich das angeguckt haben, sagen, es geht europarechtlich nicht und es wäre auch gar nicht der Punkt, sondern wir brauchen sie nicht. Und es ist der Einstieg mindestens mittelfristig, um deutsche Autofahrer mehr zur Kasse zu bitten. Und das wollen wir nicht. Österreich hat ja irgendwann mal die Vignette, das sogenannte Pickel, eingeführt. Die österreichische Verkehrsministerin hat heute gesagt, wenn die Deutschen das machen, dass sie Ausländer zur Kasse bitten und ihre eigenen Leute dann mit einer steuerlichen Kompensation entlasten, also über die Kfz-Steuer zum Beispiel, dann gibt es Ärger. Das würde ja wahrscheinlich ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof bedeuten. Kann es sein, dass da Deutschland und Österreich aneinander geraten? Das kann durchaus sein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sich Österreich da massiv dagegen stellen wird. Ich könnte mir aber auch ein ganz anderes Szenario vorstellen. Mit großem Interesse wird man verfolgen, wie die Europäische Union darauf reagiert. Und wenn es passt, wenn das durchgeht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch in Österreich und vielleicht auch noch in anderen Staaten, wo es solche Vignetten gibt, das Gleiche machen möchte. Das heißt also quasi, Ausländerdiskriminierung wird dann Europarecht. Genau, also dass der Verkehrskommissar Kallas diese Aussage etwas voreilig gemacht hat, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hat er ein bayerisches Weißbier versprochen bekommen. Jedenfalls hat er tatsächlich für Irritationen gesorgt. Also das war natürlich eine günstige Sache für die aus bayerischer Sicht gesehen. Ja. Da wird eine Wahlkampf, wollte Herr Bauchmüller, quasi möglicherweise, also diese Pkw-Maut für Ausländer, möglicherweise ein belastbarer Bestandteil eines Koalitionsvertrages. Und Horst Seehofer weist ja die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Also vieles spricht dafür, dass das tatsächlich in den Koalitionsverhandlungen seinen Niederschlag finden wird. Horst Seehofer ist hoch auf den Baum geklettert. Er hat damit auch wahrscheinlich nicht wenige Wahlstimmen gewinnen können. In Bayern ist das ja gerade deshalb ein großes Thema,
weil die Bayern sehr oft eben in den Süden reisen und sehr oft durch Österreich, Italien oder die Schweiz kommen und dort die Maut und Vignetten kennenlernen. Ob er noch mal irgendwie von diesem Baum runterzuholen ist. Und wie die Kanzlerin wiederum von ihrem doch recht starken Versprechen, es werde mit ihr keine Pkw-Maut geben, zurückrudern kann, das wird eine sehr spannende Frage in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, aus taktischen Gründen könnte sich ja das teuer abkaufen lassen für ein anderes Lieblingsthema der Ganz Bayern. Ganz so ist es, ja. Also inzwischen ist die Vignette für Horst Seehofer sowas geworden wie der Mindestlohn für die SPD. Und ja, das ist ein Verhandlungschip. Mhm. Wollen wir mal sehen, was er dafür bekommt am Ende. Sie haben ja das schon darauf angesprochen, da wird möglicherweise jetzt eine Maut eingeführt. Wie gesagt, die hat ja eine bislang ungebremste Faszination, wenn gerade Ausländer zur Kasse gebeten werden sollen. Aber das kann ja relativ schnell dann auch auf deutsche Autofahrer übergreifen. Eine Gebühr, die mal eingeführt worden ist, die ist kaum noch wegzukriegen. Ist das sozusagen ein Zwei-Schritte-Modell aus Ihrer Sicht? Ja, da bin ich überzeugt von. Also das Erste wird sein, dass die Nachbarländer sich das angucken. Und es gibt Länder, die nicht an Österreich und an der Schweiz liegen, sondern der CDU-Vizevorsitzende Laschet hat ja schon gewarnt vor den Benelux-Staaten. Auch im Norden kennt man eine allgemeine Maut nicht. Die werden sich das ganz genau überlegen, ob sie das nicht auch einführen. Und selbst wenn man es hinkriegen würde, jetzt bei der Einführung die deutschen Autofahrer gleichzeitig zu entlasten, wenn, ich glaube nicht, dass man es hinbekommt, dann ist natürlich der nächste Schritt irgendwann in absehbarer Zeit zu sagen, jetzt haben wir dieses System schon, dann können wir doch an der Schraube auch drehen. Aber diese Überlegung, die meisten süd- und südosteuropäischen Länder haben diese Maut, die ist natürlich für deutsche Privatautos interessant, eben als Urlaubsgebiet auch. Wir führen es auch ein, weil es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Ist das nicht ein Ansatz, der nachvollziehbar ist? Ja, aus Sicht der Wähler und Konsumenten von Politik ganz klar. Das ist also, ich komme aus Italien oder Österreich heim nach Deutschland und stehe im Stau zusammen mit Holländern, Dänen und Schweden, die völlig kostenlos durch mein Land über die schönen deutschen Autobahnen fahren können. Da ist vielleicht so ein fundamentales Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Aber ich bin auch nicht sicher, dass dieser Weg, den also Horst Seehofer jetzt einfordert, der richtige ist, um diese Gerechtigkeitslücke oder Diskrepanz tatsächlich zu stopfen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Wir leben ja in EU-Europa, da brauche ich jetzt im Nachgang oder als Folge der Euro-Krise versucht man ja viele Politikbereiche zu vereinheitlichen, damit sie vergleichbar sind, damit keine falschen Anreize, keine falschen Wettbewerbe entstehen in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik. Man redet von gemeinsamen Steuern, sogar in der Rentenpolitik soll es Angleichungen geben. Das müsste doch in der Verkehrspolitik viel leichter zu machen sein, Stichwort Euro-Vignette, dass in jedem Land eine Vignette Pflicht ist und in jedem Land, aber es ist eine einheitliche Vignette, zumindest für alle EU-Länder. Theoretisch klingt das sehr richtig, würde ich auch begrüßen und ich finde es auch sehr schade, dass jedes Land sein eigenes Ding macht. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass die Länder, die bereits ein System haben, wahrscheinlich nichts investieren möchten, um das System umzustellen auf ein europäisch harmonisiertes System, das dann auch die anderen Länder machen würden. Wir sehen das beim Lkw-Verkehr, beim Schwerverkehr. Also wenn einer ein paar Länder durchquert, dann muss er 5 bis 6 Onboard-Systeme haben, verschiedene. Also das ist aber das würde dann ja alles wegfallen, denn man hätte eine Vignette, die hat den gleichen Preis. Ja. Und jeder kann mit diesen Vignetten ja nicht nur auf der eigenen Autobahn, sondern auch auf allen anderen europäischen Autobahnen, also zumindest auf Autobahnen von EU-Ländern fahren. Genau. Aber diese Harmonisierungsversuche im europäischen Rahmen gelten nicht nur für die Autobahn und für die Schnellstraßen. Wir haben ja auch große Probleme im Schienenverkehr und so weiter, im Flugverkehr. Also da ist unglaublich viel zu machen, was viel wichtiger wäre als Staubsaugerreglementierungen oder Glühbirnenverbote. Und ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen. Wenn man dieses Fass aufmacht, nämlich dass es offenbar möglicherweise keine Diskriminierung von Ausländern ist, wenn man solche Differenzierungen einführt, dann muss man auch fürchten, dass ganz andere Bereiche auch ähnlich geregelt werden. Also es gibt so die ersten Meldungen aus Österreich, einen Vorschlag, dass man zum Beispiel Studiengebühren für Ausländer auf die gleiche Art und Weise einführt. Man führt Studiengebühren ein, die Österreicher kriegen in der gleichen Höhe ein Stipendium, das heißt, sie steigen neutral aus, aber die Ausländer
müssen eine Studiengebühr bezahlen. Das heißt, Überlegung gibt es, glaube ich, auch schon in deutschen Bundesländern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jedenfalls kann man das also in vielen anderen Bereichen dann auch so machen. Und das widerspricht eigentlich dem europäischen Gedanken fundamental. Diese europäische Harmonisierung, wäre die ein Königsweg, auch die Finanzierung von Finanzierungsprobleme von Verkehrswegen, Infrastrukturen zu lösen? Also ich glaube ja. Ich denke, Seehofer hat ein Thema genommen, wo er wusste, es ist populistisch, es wird umgesetzt. Dadurch, dass man diesen Neidfaktor drin hat mit den Österreichern zum Beispiel. Aber ich glaube, er wollte eigentlich mehr. Er wollte den Weg öffnen für ein besseres, systematischeres Verkehrssystem. Was wir heute haben mit der Verkehrssteuerung, ist ein Wildwuchs, eine willkürliche Vielfalt in den Staaten. Die Kfz-Steuern sind völlig unterschiedlich, die Mineralölsteuern, heißen sie, Energiesteuern sind völlig unterschiedlich. Es ist eigentlich kein System, was durchgängig ist, sodass auch für die Wirtschaft, für die Autobauer zum Beispiel die richtigen Signale gesetzt werden. Ist es richtig, dass Diesel bei uns, der Kraftstoff, weniger besteuert wird als zum Beispiel Benzin? Damit werden falsche Signale gestellt in die Industrie hinein. Und man könnte alles mit einem neuen Verkehrssystem so reglementieren, dass man 3, 4 Grundprinzipien beachtet. Die Grundprinzipien wären, jetzt nicht die Österreicher oder die Ausländer zu nehmen, sondern einfach die Kilometer zu nehmen, die jeder fährt. Also weg von der Vignette, sondern zu einer kilometergerechten Abrechnung der Straßennutzung. Man könnte so machen, dass man die Mineralölsteuern in allen europäischen Ländern angleicht. Wir haben Tanktourismus. Das muss man sich mal vorstellen. Im 21. Jahrhundert fährt man nach Luxemburg rüber, weil der Sprit ein paar Cent preisgünstiger ist und verpfährt Sprit und Zeit nur wegen dieser Steuerdifferenz. Also wir können das reduzieren und das, was oben drüber gebraucht wird, durch unterschiedliche Mautsysteme Kilometerbeträge für die Maut in den verschiedenen Staaten dann abgleichen. Das wäre sehr gut möglich. Dann hätten wir ein wunderschönes, harmonisches, richtiges System, was die richtigen Signale für die Unternehmen setzt. Steckt das System hinter dieser europäischen Kleinstaaterei oder ist das nur Gedankenlosigkeit? Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also Herr Dudenhofer sprach die Mineralölsteuersätze an. Da gibt es ja durchaus ein europäisches Regelwerk mit Mindestsätzen. Also da gibt es schon so einen Ansatz von Harmonisierung. Wenn wir jetzt aber auf die Infrastruktur schauen, Sie sprachen eben auch schon die Bahnen an, das sind gewachsene Systeme. Die Finanzierung ist unterschiedlich. Teils ist sie ja in staatlicher Hand, teils in privater. Da wird auch das private Investment an der Mautstation erhoben, gewissermaßen. Und da kann man nicht einfach jetzt ein europäisches System drüber setzen. Also insofern, in einer idealen Welt wäre es fantastisch, wenn wir tatsächlich ganz Europa per Satellit oder sonst wie kilometerabhängig bemauten würden und damit tatsächlich dann auch eine verursachergerechte Anlastung der Kosten bekämen. Aber da sehe ich also in den nächsten Jahrzehnten keine Chance dafür. Der Verursacher soll bezahlen. Das gibt es ja beim Lkw-Verkehr schon. Lkw-Maut wird ja auch in Deutschland erhoben. Muss man ja sagen, dass, glaube ich, ein Lkw so viele Straßenschäden verursacht wie 40.000 PKWs. Ja, unterschiedlich, also jedenfalls mehr, das glaubt einem jeder sofort deutlich mehr. Dann ist es ja auch so, dass PKWs ja trotzdem zwar in viel geringerem Maße, aber auch eben Straßen abnutzen. Nach dem Verursacherprinzip müsste ja tatsächlich dann auch eine PKW-Maut erhoben werden. Ja, ich finde nur, man muss jetzt mal bei dem Thema PKW-Maut erstmal klären, worum geht es eigentlich. Wir haben das gerade hier schon in den wenigen Minuten angesprochen. Geht es einzig und allein darum, dass man in Bayern sich ungerecht behandelt fühlt, wenn man nach Österreich und Italien fährt? Oder geht es darum, dass wir hier ein Finanzierungsproblem haben, was wir tatsächlich haben? Dazu hat es gerade eine Kommission gegeben unter Vorsitz des ehemaligen Bundesverkehrsministers Bodewig, die umfangreiche Vorschläge gemacht hat, auf die sich die Verkehrsminister auch geeinigt haben. Die sollte man erst mal umsetzen. Und da ist der erste Ansatzpunkt auf jeden Fall zu sagen, die Lkw-Maut auszuweiten und auch dafür zu sorgen, dass der Bund seine Beiträge in die Finanzierung erhöht. Das heißt, die Lkw-Maut würde quasi die Pkw-Maut quersubventionieren? Nein, also die Hauptverursacher, wenn es um Abnutzung und Straßenschäden geht, sind die Lkws. Dieses System ist auch eingeführt. Außerdem ist es so, dass die
Autofahrer mit rund 53 Milliarden im Jahr über Kfz- und Mineralölsteuer im Prinzip deutlich mehr in den Topf einzahlen, als dann für ihre Verkehrswege auch ausgegeben wird. Insofern ist der erste Ansatz zu sagen, die Finanzierung über den Bund, ein bisschen über die Länder und über die Lkw-Maut, über eine deutliche Ausweitung der Lkw-Maut. Das muss gefahren werden, wenn es um die Finanzierung geht. Das haben die Verkehrsminister, wie gesagt, nun gerade auch vor 4 Wochen noch mal bekräftigt unter der Überschrift Bodewig-Kommission und dem Papier, was da verarbeitet und verabschiedet wurde. Und erst wenn das abgearbeitet ist, dann kann man sich über neue Systeme unterhalten. Das, was im Moment über die Pkw-Maut diskutiert wird, mit der Kompensation über eine mögliche Kfz-Steuerrückerstattung oder einen Versand an die Deutschen, hat mit einem Mehr für Straßenverkehrsfinanzierung überhaupt nichts zu tun. Die Kosten für Verwaltung und Umsetzung des Ganzen würden die Einnahmen deutlich überschreiten. Insofern muss man schon mal klären, worum geht's? Wenn es nur um Populismus in Bayern geht, ist das was ganz anderes. Aber Sie wollen die Finanzierung jetzt auf die LKWs übertragen. Das hatte ich verstanden. Wenn jetzt der Logistikvertreter da sitzen würde, würde natürlich auch in die Luft gehen und würde sagen, also wir bezahlen schon so viel, wir müssen gucken, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie aufrechterhalten wird. Wir können nicht zusätzlich, also wir können jetzt nicht das Problem lösen, dadurch, dass wir es einfach verschieben zu den LKWs. Aber ich sage Ihnen, wenn wir politisch diskutieren, haben wir jetzt diese Bodewig-Kommission gehabt, die Verkehrsministerkonferenz hat das beschlossen. Wenn jetzt das Paket wieder aufgeschnürt wird, dann erleben wir das, was wir morgen sehen werden. Morgen ist Verkehrsministerkonferenz wieder. Baden-Württemberg wird jetzt noch mal einen Antrag stellen, wo sie bekräftigen, das, was sie beschlossen haben, aber sagen, die Pkw-Maut sollte man ganz rausnehmen, die in dem Papier dieser Kommission sowieso nur hinten erwähnt wird, weil da offensichtlich die Sorge ist, auf Bundesebene wird jetzt über die Pkw-Maut gesprochen. Wenn wir so anfangen, dann ist das, was jetzt über Wochen und Monate von den Verkehrsministern erarbeitet wurde und was ein gangbarer Weg für die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung ist, wieder völlig weg und wir sind um Monate zurückgeworfen. Herr Bauchmüller. Ich würde davor warnen, Sie haben eben nur auf die Wegekosten angespielt, die Abnutzung der Straßen. Ich würde davor warnen, die negativen Effekte des Verkehrs alleine auf die Abnutzung der Straßen zu beschränken. Denn negative Effekte sind auch die Verstopfung von Ballungsräumen zu Stoßzeiten. Und im Augenblick haben wir keine Chance, das in irgendeiner Form zu steuern. Und im Grunde, dass der Vorschlag, den wir jetzt auf dem Tisch haben, also eine Flatrate, wie immer sie dann kompensiert wird, hat überhaupt keine Steuerungswirkung. Wir finden nur einen neuen Weg der Finanzierung, von dem noch fraglich ist, ob unterm Strich wirklich mehr rauskommt als bisher. Und verzichten im Grunde sehenden Auges auf die Chance, vielleicht diese negativen Effekte des Verkehrs noch anzugehen. Wenn Sie, vielleicht noch eine Frage, die ich noch anhängen darf, jetzt mit Erfahrung aus Österreich mit der Vignette, gibt es ein wirklich gerechtes und zugleich effektives Mautsystem? Ist das die Vignette oder wäre das nach österreichischer Erfahrung vielleicht auch doch ein anderes System, das ja ursprünglich auch mal geplant war, glaube ich? Die Vignette ist natürlich je nach Bedarf für die einen sehr günstig und für die anderen sehr ungerecht. Wenn jemand wenig auf der Autobahn fährt, dann findet er es sehr teuer, eine Jahresvignette um 82,70 € ab nächstem Jahr zu kaufen. Wenn einer ständig unterwegs ist, dann ist das für ihn gar kein Thema. Insofern würde ich auf den Beitrag von Professor Dunhöfer zurückkommen mit einer Frage. Also die Lkw-Maut ist natürlich die gerechtere, weil die kilometerbezogen ist und belastungsbezogen ist. Wenn man das jetzt einführen würde für die Pkw-Nutzer, hieße das natürlich, dass alles erfasst wird. Jetzt hätte ich fast schon von Datenschutz gesprochen. Man kann ja fast schon sagen, schon wurscht, was man jetzt alles in den letzten Wochen mitgekriegt hat. Aber es kann schon ein Datenschutzproblem werden, wenn alles auch bei Pkw-Fahrern erfasst wird. Und wenn es so individuell genau wird, dann kommt man wieder zu dem Thema, ob vielleicht die Kosten der Verwaltung, die Sie ja erwähnt haben, das Eintreiben und die Kontrolle vielleicht nicht alles relativieren. Ja, ist richtig. NSA muss man aufpassen. Datenschutz ist sehr wichtig. Man findet sicherlich Möglichkeiten, das ordentlich zu machen. Aber schauen Sie, wenn wir in die Zukunft gehen, haben Sie überhaupt keine Chancen, ohne Datenausgleich zu leben. Das Zukunftsthema in der Automobilindustrie ist das Selbstfahrende, das autonome Auto. Da braucht man Car-to-Car-Kommunikation. Wenn das Auto intelligent sein will, braucht es sehr, sehr viele Daten, verarbeitet diese Daten. Und auf diese Daten können natürlich dann zugegriffen werden. Also wenn wir Autos von morgen und übermorgen bauen wollen, die wirklich dann teilautonom oder sogar ganz autonom fahren, dann brauchen wir diese
Datenvielfalt und die Nutzung der Daten. Wir müssen uns nur Gedanken darüber machen, wie man die Daten ordentlich sauber schützt. NSA im Autobereich, das darf es natürlich nicht geben, das ist klar. Aber ohne Datenaustausch wird es nicht gehen. Wenn wir uns mal unser europäisches Verkehrssystem insgesamt ansehen, da geht es um Mobilität, aber auch natürlich um Abnutzung, damit Sanierung, um Fragen des Umweltschutzes, der Überfüllung der Straßen. Diese Probleme eines modernen, hochentwickelten Verkehrssystems. Wir haben da ein spezielles Steuer- und Abgabenmodell. Ist das noch zeitgemäß verglichen oder in Bezug auf dieses hochmoderne Verkehrssystem? Denn die Steuer- und Abgabenmodelle stammen ja aus einer Zeit, als die Verkehrssysteme, Sie sagen jetzt Mittelalter, gut. Ja, tiefstes Mittelalter. Muss man da nicht auch diese Steuer- und Abgabenmodelle anpassen? Oder was läuft da, welche andere Struktur bräuchten wir? Ja, man kann immer über bessere Modelle sprechen. Die Lkw-Maut ist ja vor einigen Jahren eingeführt worden. Die läuft vernünftig. Wir haben das Mautmoratorium, was endlich weg muss. Auch das ist ja festgeschrieben, dass das passieren soll, dass man da sowieso anpasst. Natürlich kann man sich auch im privaten Bereich mehr vorstellen. Aber wie gesagt, ich finde, und wir als Autoclub sagen das auch deutlich, man muss schon erst mal diskutieren und klären, was will die CSU und möglicherweise auch die Kanzlerin, man weiß es ja nicht so genau, eigentlich mit der Debatte um die Pkw-Maut. Soll es wirklich um Infrastrukturfinanzierung gehen? Dann muss man über ganz andere Wege nachdenken. Dann reden wir auch über ganz andere Summen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass über 7 Milliarden zusätzlich in die Verkehrswege investiert werden müssen, jährlich. Und das ist eher der untere Wert. Dann reden wir nicht über eine Pkw-Maut für relativ wenig ausländische Fahrzeuge, sondern dann muss man ganz anders diskutieren. Gut, das ist ja eine Frage auch an den Bundesfinanzminister, denn das Geld ist ja da. Sie haben ja selbst von 53 Milliarden gesprochen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 Milliarden werden gerade investiert. Eigentlich müssten 17 Milliarden sein, aber auf jeden Fall noch 4 oder 5 Milliarden, um wenigstens die gröbsten Schwächen des Systems auszugleichen, zu sanieren. Nochmal die Frage, das Steuern-Abgabenmodell, das soll ja steuern ja. Und Abgaben, sie sollen ja eine Lenkungswirkung haben. Die Ökologie spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle. Ist dieses Modell noch zeitgemäß? Und wenn es nicht mehr zeitgemäß ist in Bezug auf unsere Verkehrssysteme, was muss sich ändern? Muss man das alles völlig neu denken? Also ich finde es nicht so mittelalterlich wie Professor Dudenhöfer. Wir haben eine Mineralölsteuer, die letztendlich den Verbrauch besteuert, weil sie höher ist, je mehr ich fahre und je mehr mein Auto verbraucht. Also im Grunde habe ich zwei Komponenten, sowohl was den Verbrauch des Autos als auch die zurückgelegten Kilometer angeht. Und ich habe für Benzin, das ist unterschiedlich. Warum weiß niemand? Okay, also diese Unterschiede, das ist dann wirklich feinste Steuertheorie. Da gebe ich Ihnen recht. Tatsächlich über diese Dieselprivilegierung, da könnte man jetzt tatsächlich mal nachdenken. Das hat sich irgendwie so eingeschliffen. Und wir haben parallel eine Kfz-Steuer, die nach Emissionen bemessen wird und damit denjenigen belohnt, der sich ein schadstoffarmes Auto zulegt. Also als Ausgangspunkt finde ich dieses System nicht ganz schlecht. Wir müssen aber gleichzeitig auch sehen, dass die Mineralölsteuer ja ursprünglich mal gerade zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur gedacht war, zumindest zur Hälfte, und Jahr für Jahr im Jahressteuergesetz diese Widmung wieder aufs Neue aufgehoben wird. Also da fließt eigentlich Geld, das nur für andere Zwecke gebraucht wird. Die Steuer belohnt aber denjenigen, der viel fährt, und das stehende Auto bezahlt die gleiche Steuer wie das sehr viel fahrende Auto. Bei der Kfz-Steuer. Also das ist schon ein seltsames Modell, was man hat, um Steuern zu bezahlen. Und die Frage ist natürlich, warum kauft man sich ein Auto, wenn man es kaum benutzt? Es gibt Leute, die fahren 3.000 Kilometer im Jahr, und es gibt Leute, die fahren 100.000 Kilometer im Jahr. Der 100.000 Kilometer fährt mit dem gleichen Auto, bezahlt die gleiche Steuer. Die neuen Modelle, jetzt geht es ein bisschen weg vom Thema, aber wie Carsharing, könnten die da Entlastung bringen, was die Verkehrsströme angeht? Sicher bringen die Entlastung, denn man sieht ja, dass in Großstädten auf 1.000 Einwohner weniger Fahrzeuge derzeit sind. In Berlin zum Beispiel sind es noch 200, 300, auf dem flachen Land sind es 500, 600. Also unser Mobilitätsverhalten ändert sich auch. Das Auto hat nicht mehr die Rolle wie vor 30 Jahren heute. Hat die Einnahme aus der Pkw-Maut in Österreich deckt alle Kosten der Verkehrswege, also der Autobahn, wofür sie ja erhoben wird? Also das System funktioniert in der Tat ganz gut. Es gibt die ASFINAG, das ist die AG, die dem Staat komplett gehört. Die finanziert den Ausbau und die Erhaltung von Autobahnen und Schnellstraßen. Das bringt tatsächlich ziemlich viel Geld.
daneben gibt es ja noch die Schwerverkehrsabgabe für die LKWs. Die wird deutlich erhöht im nächsten Jahr bis zu 9%. Also das ist, hat schon ein Ausmaß erreicht, dass die österreichische Wirtschaft nahe dran ist, dass der Kragen platzt. Ja. Und die Zahl der österreichischen, der in Österreich gemeldeten LKWs geht offenbar tatsächlich zurück. Da gibt es eine große Differenz zu Deutschland. Aber für Neu- und Ausbau oder Sanierung von Verkehrswegen müssen nicht andere Stellen am Staatssäckel angebohrt werden? Es ist eher umgekehrt, dass die Einnahmen durch die Vignette zu einem kleinen Teil auch im allgemeinen Budget versackt. Liegt das daran? Aufgabe ist natürlich lässt ja vermuten, relativ geringe Verwaltungskosten, klare Konzepte. Liegt das auch daran, dass Österreich eben kleiner ist und eine überschaubare Anzahl an Autobahnen hat? Ihre Frage erinnert mich an die Einführung des deutschen Lkw-Mautsystems. Das war, ich kann mich noch sehr gut erinnern, unter dem damaligen Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann von der CDU. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert. Das war eine ziemlich langwierige Angelegenheit, bis das endlich funktioniert hat. Also es gibt ja, Sie auch Flughafen Berlin, manche Dinge, die in Deutschland so 150%ig perfekt gemacht werden sollen, aber dann nie so in die Gänge kommen. Da hat das österreichische System schon sehr lang funktioniert und man hat dann auch in Deutschland über das österreichische System diskutiert, ob man das auch in Deutschland so einführen soll. Ist denn das die Gerechtigkeitsdiskussion, ob das überhaupt gerecht ist, ob das ökologische Lenkungswirkung zeigt? Ist das auch ein Thema in Österreich? Also ich glaube, eine ökologische Lenkungswirkung ist mit dem Lkw-Verkehr gegeben, aber nicht im Pkw-Verkehr. Also durch die Vignette fühlt sich niemand gelenkt, ob er jetzt zu welcher Tages- oder Nachtzeit oder Jahreszeit wie viele Kilometer fährt. Einen Aspekt möchte ich noch nachschieben. Ich glaube, es geht bei der deutschen Diskussion tatsächlich nicht nur um Erhaltung oder Ausbau von der Infrastruktur im Verkehr. Ich glaube, zumindest im bayerischen Gebiet ist tatsächlich, zumindest aus österreichischer Sicht, ein kleines Racheelement dabei. Wenn man sieht, wenn man mal anschaut, wer die meist betroffenen Pkw-Fahrer sein werden, sind es sicherlich die Österreicher, weil die in der Ost-West-Verbindung das deutsche Eck verwenden müssen. Auch die wirtschaftliche Verquickung mit Bayern und Baden-Württemberg ist enorm. Also sehr viel Verkehr aus Österreich wird davon betroffen sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine kleine Genugtuung in Bayern auslöst. Es gibt ja sogar eine negative Lenkungswirkung der Vignette. Ja. Wenn ich mir anschaue, wer von München zum Brenner will, der fährt über Seefeld. Das ist kürzer und vignettenfrei. Wer von Deutschland am Bodensee in die Schweiz möchte, der fährt durch Bregenz und nicht durch den Pfändertunnel. Vignettenfrei. Und ja, also die Anwohner tun mir leid. Ist das auch ein Nachteil einer Maut, diese Vermeidung? Das merken wir ja schon beim Lkw-Verkehr. Das ist ja bisher nur für die Autobahnen eine Mautpflicht und für bestimmte Bundesstraßen. Die anderen Bundesstraßen, die Landstraßen, quellen über, vor allem im Sommer vor Lkw, die da eigentlich gar nichts verloren haben. Wenn man so etwas einführt, dann flächendeckend und sozusagen in jedem Winkel. Die Autobahn könnte sogar preisgünstiger sein, die Bemautung, als zum Beispiel die Stadt. Nehmt ihr London, da gibt es ja diese City-Maut. London hat sich besser dargestellt mit dieser City-Maut. Der Verkehr ist weniger überfüllt mit Staus und Ähnlichem. Das war ja das, was vorher der Herr Bauchmüller auch gesagt hat. Also Maut kann dazu führen, dass Autobahn sogar preisgünstiger würde, nachts meinetwegen zu fahren, als in der Großstadt. Vielleicht noch ein anderes Argument zu dem, was immer gesagt wird. Wir reden immer über Steuern. Wenn Sie Lohnsteuer bezahlen, haben Sie kein Anrecht darauf, dass neben Ihnen ein Schwimmbad gebaut wird. Steuern sind Abgaben ohne Zweckbindung, die der Staat macht. Also wenn wir eine Energiesteuer oder Mineralölsteuer, heißt sie früher, haben und da 53 Milliarden bei rumkommen, ist das noch lange nicht ein Versprechen, was Ihnen der Staat geben muss, dass diese 53 Milliarden irgendwo hinfließen, wo Sie es gerade haben wollten. Das ist ein parlamentarischer Prozess in der Demokratie, der irgendwie ausgeht. Aber es ist keine Zweckbindung da, ganz, ganz wichtig. Das wird immer übersehen, wenn man über Steuern redet. Das heißt, egal welche Steuern und Abgaben man erhebt, da sagt man, gut, wäre gut, wenn sie in den Straßenbau flössen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch Probleme mit der Finanzierung der Rente. Dann müssen wir da halt auch ein bisschen mit den finanziellen Bällen jonglieren. Das ist ganz unbestritten. Da sind wir als ACE, glaube ich, auch anders als einige Mitbewerber auf dem Automobilmarkt. Nicht so, dass wir sagen, nee, da sind 53 Milliarden, die müssen jetzt auch auf Teufel komm raus in die Infrastruktur gesteckt werden. Klar, es gibt den allgemeinen Haushalt.
Haushalt. Wir würden untergehen, wenn jeder sozusagen nur nach seinem Einkommensvolumen dann berechnet wird, wenn wir mal an Bildung oder innere Sicherheit denken. Aber wenn wir die Pkw-Maut von diesem Ungerechtigkeitsgefühl wegnehmen, dann gehört zur Ehrlichkeit doch dazu, dass man sagen muss, erstmal ist Geld da von den Nutzern. Dann haben wir Steuern und Abgaben mit Lenkungswirkung über die Mineralölsteuer und über die Kfz-Steuer. Und das, was jetzt diskutiert wird, geht völlig am Thema vorbei. Es sei denn, man veräppelt die Bevölkerung und hat schon im Hinterkopf, dass man ein System einführen möchte, was man dann in 2, 3, 4 Jahren, möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode, dann für die deutschen Autofahrer mit ausweitet. Und das ist ja nur der Punkt, den wir auch immer wieder erwähnen, dass diese 7,2 Milliarden Euro Lücke, die jetzt Konsens sind, gefüllt werden mit Vorschlägen, die die Verkehrsminister unter Einbeziehung des Bundesverkehrsministeriums vor 4 Wochen niedergeschrieben haben. Das ist ein Paket, das muss doch jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen und kann nicht nur, weil jemand im Wahlkampf in Bayern vielleicht ein paar Stimmen sammeln wollte, jetzt einfach wieder vom Tisch sein. Herr Carsten, dann besteht die Koalitionsverhandlung nicht nur aus der CSU, da ist die SPD und die CDU ja auch noch mit dabei, die da ja gerade, was Pkw-Maut angeht, ja noch eine ganz andere Auffassung haben. Möglicherweise kommt das ja wieder auf den Tisch. Klar ist an Steuereinnahmen, es kann nur einmal ausgegeben werden und dann muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Dann diese Priorität muss man auch oft setzen. Haben nicht die Automobilclubs, da gibt es ja eine ganze Reihe in Deutschland, als Interessensvertretung der Autofahrer aber auch die Aufgabe, den Autofahrern vielleicht noch ein bisschen mehr als bisher klarzumachen, dass Autofahren, das ja bei uns einen hohen Stellenwert hat, eben doch nicht eine billige Angelegenheit ist, dass das alles seinen Preis hat. Müssen Sie nicht verstärkt auch auf diese Information, auf diesen Dialog mit dem Autofahrer achten? Ja, sicher muss man das tun. Man muss auch als Automobilclub deutlich machen, dass nicht das Auto das allein Seligmachende ist. Wir sind zum Beispiel in Hamburg der größte Partner des HVVs, des ÖPNV-Anbieters bei sogenannten Fahrkarten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Jobtickets. Das machen wir auch als Autoclub. Aber was klar ist, die Infrastruktur, die wir haben, ist stark sanierungsbedürftig. Die Straßen, aber auch die Brücken sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn Sie an die Rader Hochbrücke und an viele andere Stellen denken, gehen wir auf eine Situation zu, wo relativ kurzfristig entweder etwas passieren muss oder es werden ganze Brücken und Streckenabschnitte gesperrt werden müssen. Ich muss ein ziemlich abgedroschenes Argument einführen, aber es muss gesagt werden. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man die Autobahn in der freien Fläche hat oder wie das in Österreich oder in der Schweiz oder in Norditalien der Fall ist. Man muss Tunnel bauen, man muss sehr große Brücken bauen. Umgekehrt wiederum, in Deutschland sind die Autobahnen in der Regel breiter. Man hat nicht das Tempolimit wie in Österreich mit 130, was ja häufig auch noch auf 80 reduziert sein muss durch Baustellen. Sondern kann in vielen Teilen unbegrenzt fahren. Aber man muss schon den Unterschied machen, wie kostenaufwendig die Erhaltung und der Ausbau ist. Diese Kfz-Steuer, die eine gewisse Lenkungswirkung hat, sie ganz abzuschaffen und durch ein, wie auch immer, sinnvoll, nachhaltig gestaffeltes Maut- oder Gebührensystem zu ersetzen, wäre das auch eine Möglichkeit? Ja, wir kriegen 8,4 Milliarden durch die Kfz-Steuer. Das klingt jetzt viel, aber so im Gesamtzusammenhang ist es überschaubar und sie ist doch mit einiger Administration verbunden. Die einfachste Regelung wäre. Aber auch die sonst, also dann wäre das für, sag mal, etwas schmerzloser und etwas leichter, auch eben ausländische Nutzer mit einzubeziehen, ohne den Diskriminierungseffekt zu erzeugen. Also man könnte sie über Nacht wegschaffen und einfach den Sprit an der Tankstelle, also die Kfz, die Energiesteuer 10 Cent oder was das sind pro Kilometer, pro Liter Einheit erheben. Das ist ja schon oft diskutiert worden. Das wäre die einfachste Art, die verursachergerecht ist. Aber jetzt haben wir noch ein zweites Problem. Wir wollen neben dieser Lenkung auch uns vielleicht überlegen, dass in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten es teurer sein kann, mit dem Auto zu fahren als in anderen. Denken Sie an eine Großstadt mit viel Umweltbelastung. Da ist die
Autofahrt für die Gesellschaft nachteiliger als meinetwegen in Rügen oder an der Ostsee, wo kaum ein Auto unterwegs ist. Also könnte dort der Kilometer viel preisgünstiger sein als in der Stadt. Deshalb würde man die Maut als zweites Element einfach draufsatteln. Also unten hätten wir eine Energiesteuer für die Mineralöle. Die würden wir europäisch gleich machen. Dann könnten wir auf diesen Tanktourismus. Und oben würden wir einfach diese Entfernungspauschale, wie wir sie regeln wollen, das können wir machen nach Zeiten, nach Städten, nach Bedingungen, die wir haben, sodass Autobahnen billiger wären sogar, weil das sicherer sind, weil weniger Unfälle da drauf passieren, um dann in ein besseres Verkehrssystem reingehen. Da sehen Sie die Möglichkeit, diese intelligenten Systeme, die ja die Mobilität bändigen sollen, sinnvoll machen sollen, lenken, dass das in absehbarer Zeit eingeführt wird. Wie gesagt, das Thema Datenschutz spielte hier ja schon eine Rolle. Genau, das ist natürlich alles durch die NSA-Affäre, die ja nun mit der Maut überhaupt nichts zu tun hat, natürlich auch in gewisser Weise diskreditiert worden. Aber das Thema wird natürlich da gerade in Deutschland eine sehr entscheidende Rolle spielen. Die Deutschen sind sehr empfindlich, was ihre Daten angeht. Und ich möchte noch nicht wissen, wie so eine Abrechnung dann aussieht am Ende und ob die Abrechnung dann nachweist, dass Herr Müller nach Buxtehude ist, obwohl er seiner Frau gesagt hat, ich fahre nach München. Haben Sie ein Girokonto? Natürlich, ich weiß, wir alle geben Daten preis, aber in dem Moment, wo eine Datendebatte da reinspielt, wird es schwierig umzusetzen sein. Das heißt also, ob das kommt, wird sehr stark davon abhängen, ob man dieses Thema in den Griff bekommt. Ansonsten sehe ich durchaus auch jenseits der satellitengestützten Systeme die Chance, über Mobilfunk abzurechnen. In Singapur gibt es solche Beispiele. Aber das hängt vom politischen Willen ab, das dann tatsächlich vorzubereiten und in Kauf zu nehmen, dass man so ein System nicht von heute auf morgen einführen kann. Da kann man nicht 2015 die erste Vignette verkaufen, sondern das wird dann ein paar Jahre dauern. Bei der Lkw-Maut haben wir das ja schmerzlich erfahren müssen, wie lange sowas dauern kann. Ich möchte aber noch eins sagen zu Ihrem Argument mit der Kfz-Steuer. Natürlich ist das ein Grundbetrag, der unabhängig davon erhoben wird, ob ich das Auto oft oder selten benutze. Aber in anderen Bereichen haben wir uns auch dran gewöhnt. Da zahlen wir beim Strom, beim Gas, zahlen wir auch eine Grundgebühr und eine leistungsabhängiges Entgelt für den Strom, weil wir einfach eine gewisse Infrastruktur bereitgestellt haben, der Zähler etc. Diesen Vergleich würde ich an der Stelle eigentlich ganz gerne ziehen. Und die Mineralölsteuer ist nun verglichen mit der Kfz-Steuer das weitaus gewichtigere Instrument an der Stelle. Wenn wir über die Lenkungswirkung im Autoverkehr sprechen, glaube ich, muss man auch das Stichwort Bahn mal einführen. Erstens einmal finde ich die Deutsche Bahn ziemlich teuer, wenn man jetzt nicht die Bahncard hat. Und für manche lohnt sich es nicht, die Bahncard zu nehmen. Also wirklich viel zu teuer. Und zweitens versteht kaum jemand, warum man bei der Bahn mit dem Ticket auch die Mehrwertsteuer bezahlen muss. Interessanterweise hat das damals nicht mal die rot-grüne Koalition hingekriegt, die Bahn von der Mehrwertsteuer zu befreien, wohingegen wir beim Flugverkehr ganz andere Regelungen haben. Also ich glaube, das gehört in der Lenkungswirkung mit dem Autoverkehr durchaus dazu erwähnt. Gut, da gibt es die Luftverkehrsabgabe, gegen die wiederum die Fluggesellschaften Sturm laufen. Aber es ist zumindest nicht harmonisiert und auch nicht vergleichbar. Wenn wir uns in Deutschland mal unsere Infrastruktur ansehen, jetzt in erster Linie die Straßen, aber auch die andere Infrastruktur, die eben unter Auszehrung und gewisserweise Erosion leidet, und mal in die Zukunft blicken, können wir uns überhaupt noch eine solche Infrastruktur leisten von Staats wegen? Also als öffentliche Daseinsvorsorge, ich sage nochmal, wir haben eine Schuldenbremse. Wir, selbst wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen, wird das nicht so viel einbringen. Steuergerechtigkeit wird auch nicht so viel einbringen. Wir haben Konkurrenzbranchen wie die Sozialpolitik, Rentenpolitik. Wir haben Bildung. Das ungelöste Problem der Beamtenpensionen, das ist ein ganz tiefer Abgrund im Staatshaushalt. Sind wir überhaupt in der Zukunft noch in der Lage, dieses Infrastruktursystem, das alle Leute erwarten und für das ja auch die entsprechenden Fahrzeuge vorgesehen sind, uns überhaupt noch zu leisten? Ich glaube, wir haben überhaupt keine Alternative. Wir müssen uns das leisten, weil das den Wirtschaftsstandort ganz nachhaltig die nächste Frage wäre Privatisierung. Ganz nachhaltig beeinflussen wird. Ich glaube, was wir gerade erleben, ist, dass wir jahrzehntelang geglaubt haben, wir können Verkehrsprobleme durch die Schaffung neuer Verkehrswege lösen. Und diese Verkehrswege, die waren alle sehr hübsch, als sie frisch gebaut waren, und die kommen jetzt in die Jahre. Und jetzt erleben wir eben, dass nach 30, 40 Jahren dieser einst so schöne Verkehrsweg nicht mehr taugt.
Und von daher müssen wir eben darüber nachdenken, wie wir in Zukunft Verkehrsprobleme lösen. Ob wir uns das noch leisten wollen, x Ortsumgehungen zu bauen und noch viele weitere Bundesstraßen zweispurig ausbauen, oder ob wir dann nicht tatsächlich eher über so Steuerungsmechanismen nachdenken. Aber also, dass wir die Infrastruktur nun verfallen lassen, weil wir sagen, unsere Priorität ist jetzt die Bildung oder die Bekämpfung der Altersarmut. Was wir uns noch leisten können, das war jetzt eine ganz wertfreie Frage, nicht so sehr, was ist uns wichtiger und weniger wichtiger, weil eben eine Menge Geld dafür aufgewendet werden muss. Und für Politiker ist es ja auch nicht einfach, einen Straßenabschnitt, eine Umgehungsstraße oder eine Autobahnabfahrt zu eröffnen, hilft ja auch den Politikern in ihrem Ansehen und damit auch in der Wiederwählbarkeit. Liegt da ein großes Hindernis? Ich glaube, das ist genau das Problem. Es muss endlich sich durchsetzen, dass wir die Infrastruktur, die wir haben, erhalten. An allererster Stelle, anstatt neu und auszubauen. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur in Deutschland, die aber in vielen Bereichen in der Zwischenzeit dringend sanierungsbedürftig ist. Das sieht man nicht sofort. Straßenschäden, die sieht man ja noch häufig. Wenn da ein Schlagloch ist innerorts oder auf Autobahn, dann sieht das jeder Autofahrer, der daran vorbeifährt. Viel dramatischer sieht es bei den Brücken aus, die sozusagen unsichtbar erodieren und die sanierungsbedürftig sind, die man dringend anfassen muss. Und deswegen gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass alle Politiker und alle Verantwortlichen sagen, nein, wir können uns einen Neu- und Ausbau an vielen Stellen nicht mehr leisten, weil wir erst mal das erhalten müssen, was da ist. Denn das brauchen wir für unseren Wirtschaftsstandort tatsächlich ganz dringend. Und natürlich das Verkehrssystem als System zu betrachten. So haben Sie die Frage ja auch gestellt. Das System besteht eben auch aus der Bahn, aus intermodalen Verkehren, aus kurzen Wegen zwischen Häfen und Bahngüterzentren, die dann die Güter über die Bahn abtransportieren können. All das muss zusammengedacht werden. Das ist, also wir erleben, glaube ich, in den letzten Jahren, dass dieses Denken sich durchsetzt, aber da ist eben viel aufzuholen aus der Vergangenheit. Und wenn Sie eben angespielt haben auf Privatisierung von Verkehrswegen, dann muss ich sagen, auch private Verkehrswege wollen in irgendeiner Form finanziert werden. Also auch das wird am Ende derjenige bezahlen müssen, der sie nutzt. Also darf ich auch eine kurze Antwort auf Ihre Frage geben? Erstens habe ich den Eindruck, wer, wenn nicht Deutschland, soll die Infrastruktur aktuell halten? Und zweitens verlangt man der heutigen Generation, die im Berufsleben steht, eine so hohe Mobilität ab, dass es unzumutbar wäre, wenn man die Infrastruktur jetzt noch einschränken würde. Ich gehe davon aus, dass die überwiegende Zahl der Autofahrer nicht aus Spaß über die Autobahnen fahren oder durch die Städte fahren soll, weil es der Beruf erfordert, und zwar in einer größtmöglichen Mobilität mit befristeten Dienstverträgen und so weiter. Die Leute würden sicherlich lieber Eigentum ansparen und ein Häuschen kaufen mit einem relativ sicheren Job. Aber das findet man in Deutschland immer weniger. Also wir brauchen Geld, um diese Mobilität und die Infrastruktur und damit auch den Wohlstand zu erhalten. Würden Sie denn aus österreichischer Sicht Deutschland empfehlen, eine Pkw-Maut einzuführen, wie immer die aussieht? Denn es gibt ja noch nach wie vor keine richtigen Konzepte, was jetzt den Vorschlag der CSU angeht, wie das genau aussieht, wie es finanziert ist. Es gibt die Bodewig-Kommission, aber würden Sie eine solche Maut empfehlen? Also ich glaube, man könnte damit leben, wenn sie sich im Rahmen hält. Aber in erster Linie würde ich doch eine paneuropäische Lösung bevorzugen. Sonst zersplittern wir in Regionen. Die möglicherweise aber noch Jahrzehnte Länder auf sich warten lässt. Das stimmt schon, ja. Ja gut, es muss uns jetzt nicht ratlos zurücklassen, dass das Problem so leicht nicht zu lösen ist. Und es hat ja auch, liebe Zuschauer, einen hohen politischen Akzent im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Wir werden sehen, was sich da in den nächsten Tagen entwickeln wird. Den nächsten Montag soll ja da eine Entscheidung fallen. Morgen haben wir in der Phoenix-Runde ein ähnliches Thema. Da geht es auch um Steuern und Abgaben mit dem Titel Konjunkturgut, Steuern sprudeln, warum dann Abgaben erhöhen. Auch da geht es um die Koalitionsverhandlungen. Da wird ja über neue Abgaben nachgedacht, die den Deutschen dann beschert werden soll, ganz kurz vor Weihnachten. Bleiben Sie bei Phoenix.